achten, dass man den Ball nicht loslässt, sondern ihm einen kleinen Schubs gibt zur Seite. Und da. Und immer zur Seite den Arm. Da. Das gleiche links kann man machen. Schubs. Und da. Immer wieder hier in der Handfläche packen. Und da. Das gleiche geht auch andersrum. Nach da gerollt, das geht wieder zurück. Da. Hier wieder ein bisschen höher halten, damit er runterrollen kann. Und hier festpacken. Und da. Nochmal. Da. Das gleiche mit links. Und hier. Immer wieder Arme strecken zusammen. Und da. Gut, jetzt kann man es kombinieren. Über beide Arme rollen. Dabei nicht so sehr ausgestreckt, aber auch nicht so klein, sondern wie so ein großes V am besten. Da. Hier müssen wir ein bisschen zurückgehen, ein bisschen wie eine Schüttelposition machen. Da. Also nachgehen mit dem Ball. Nicht ganz steif stehen bleiben, sondern nachgehen. Mal. Nachgehen. Also hier drüber musst du rollen. Eigentlich soll es eine Linie sein, aber es geht meistens nicht. Also ein bisschen nachgehen. Da.